So, da sind wir lieber wieder diesmal mit dem Josaphat von der Fitnessfabrik. Ja, erzähl mal was von dir, wo bist du jetzt gestartet? Fangen wir mal an mit Bühnendebüt. In welcher Klasse bist du jetzt gestartet? Junioren für der Süddeutschen. Dort den ersten Platz gemacht? Mein Debüt habe ich vor 2 Wochen gemacht auf der Westdeutschen. Dort bin ich 14. geworden. Unter 14 Junioren. War ein sehr starkes Feld. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja. Also dabei sein ist alles, ne? Also nicht den Kopf hängen lassen, erst einmal Bühnendebüt hat, egal welche Platzierung man hat. Und dann bist du auf der Süddeutschen gestartet. Genau, letzte Woche. Und dort hast du den ersten gemacht. Da werden auch jeder Meisterschaft werden die Karten neu gemischt, ihr seht. Also auch wenn ihr letzten macht oder im Mittelfeld seid, nicht den Kopf hängen lassen. 2 Wochen später kann es schon ganz anders aussehen wie das Starterfeld. Es gibt so viele Sachen, wo man darauf achten muss, die da mit reinspielen und so. Wie fühlst du dich heute? Müde, leer. Ja, total ausgelaugt, ja. Aber ich freue mich drauf. Ja. Was für Chancen rechnest du dir heute aus? Ich habe mir den 3. Platz vorgenommen. Oder mehr. Das ist ja mal eine Ansage, ne? Und was ist das Gefühl so? Du bist das erste Mal auf der Bühne gewesen, auf der Westdeutschen hast du gerade gesagt, ne? Oder? Ja. Wenn man dann auf die Bühne kommt, nimmst du dann auch die ganzen Zuschauer wahr? Hast du einen Fanclub mit dabei gehabt? Oder wie ist das Gefühl? Oder blendest du komplett aus? Also auf der ersten hatte ich nur meinen Trainer, aber auf der zweiten großen Fanclub. Ein allgemeines Gefühl auf der Bühne ist saugeil. Ja. Das ist mega das Gefühl, ja. Also toll. Und, ja, man blendet am Anfang ein bisschen die Leute aus, aber gerade auch dann ja, beim Posen oder so, man nimmt die Leute schon wahr. Ja, ja schön. Ne? Okay, und was machst du, was willst du sagen, wenn du zum Universum kommst? Willst du da hinfahren, wenn du dich qualifizierst jetzt? Die ersten 5 qualifizieren sich übrigens. Dritte hast du vor? Das lass ich mal offen jetzt. Okay, gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch ganz viel Glück. Ne? Wir sehen uns nachher auf der Bühne und vielleicht auch vor dem Universum, aber gleich erstmal rocken wir das Ding. Ab 14 Uhr geht's los. Dankeschön. Dank dir. Danke.